Cave Johnson here. Every time I look at our test chamber production line, I am reminded of my father. Now, he wasn't a scientist, just a simple farmer, a professor of farming at the local farm college, never farmed a day in his life. But his theories on farming are the backbone of this company. Do it from scratch. Spare no expense. And never cut corners. Well, that's a corner-cutting machine. We obviously cut them there. Point is, we've always done things the way my father did. And his father before him, and his father before him, and his father before him. And we are almost bankrupt. So, time for a cheaper approach. Allow me to introduce the multiverse. Infinite Earth with an infinite number of apertures. And as of now, they are going to take over all test chamber construction. And more importantly, all paying for test chamber construction. Why are they agreeing to do that? They're not. We're tricking them. Here's how it works. 1. Design a test. 2. Slip the mole monsters or what have you the blueprint when they're not looking. 3. Once they build it, steal it back. Look at that sad little octopus. That's where you come in. We need blueprints. We are about to run the greatest con game in the history of the multiverse, and you are the bottleneck. Yes, you. Get back to work. Danke, Cave. Ich bin heute angesprochen worden von meinem lieben Freund Cave Johnson, den ihr ja gerade in diesem kleinen Clip gehört habt. Er hat mich gefragt, da die Firma Aperture nun mal langsam dem Bankrott entgegengeht, ob ich nicht ein paar der Blueprints testen könnte, einfach nur als Vorabtest. Und natürlich habe ich sofort gesagt, Cave, weißt du was, wir hatten damals so eine schöne Zeit, da helfe ich natürlich gerne aus, sofort. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Wir brauchen Blueprints. Blueprints, Blueprints, Blueprints. Und ich will, dass ihr mir diese Blueprints besorgt, damit ich sie für Cave testen kann und wir am Ende eine gesunde und starke Firma unter dem Logo von Aperture haben. Wichtig dazu ist, dass ihr die Blueprints bzw. die Testkammern, die ihr erstellt, auch richtig benennt. Ich möchte, dass sie den Namen trägt Gigaplex LP, dann ein Leerzeichen, ein Minus, Leerzeichen und danach den Namen, wie ihr die Testkammer benennen wollt. Hat einfach zu dem Sinn, dass ich unter den ganzen Blueprints, die wir hier bei Aperture haben, die schneller finde. Es ist wichtig für unser Ablagesystem, dass ihr die so benannt. Ja, ich werde das nochmal in die Videobeschreibung packen, wie ihr das denn beispielhaft nennen sollt. Ich werde einen Beispielnamen geben, ja, den nicht unbedingt benutzen, damit dann halt eben schneller gefunden werden können, diese Testkammern. Also, ich hoffe, wir können zusammenarbeiten. Ich hoffe, wir werden zusammen viele Blueprints testen. Und bis dahin freue ich mich schon und ich bin echt gespannt, was mich denn dort erwarten wird.